Glühgout, ein nass, ein Action. Freestyle, das ist so in einer Welle. Tricks machen und Nervenkribbeln vor allem. Fahrt ihr von hier, vom Start bis zum Tag 4, inklusive die Ausfahrt. Schaut ihr, dass ihr beim Tag 2 schön auf der inneren Seite haltet. Also Technik spielt im Slalom ziemlich eine grosse Rolle und das finde ich eigentlich noch toll. Es ist nicht so Kraft hauptsächlich der Faktor. Und immer ein andere Strecken und andere Tor-Kombinationen, das finde ich toll. Wie abwartet, muss man möglichst schnell. Wenn man fährt, das ist ein super Gefühl, egal ob man abfahrt oder Slalom oder Freestyle. Volo gibt es noch, so mit dem Ball und in das Tor werfen. Regatta ist einfach auf einem See, geradeaus. Also was mich fasziniert, ist eigentlich ein kleines Abenteuer und es macht echt mega Spass.